Samstag, 6. Dezember. Nikolaus, pass auf. Paletten, die sollen massiv zur Beregnungsproblematik beitragen. Was genau das ist, zeige ich euch, wenn alles da ist. Ist noch nicht alles da. Auf jeden Fall kamen die heute Morgen unerwartet mit der Spedition. Auftraggeber Firma Voratec. Grüße, danke. So, die Situation ist beschissen. Letzte Nacht, Ina 40 Fieber, Kinder 40 Fieber, ich 38, gute 38, irgendwas, ist auch egal. Heute Morgen Ina kein Fieber, ich kein Fieber, das geht jetzt die ganze Zeit so. Es ist verrückt, aber die Kinder wieder Fieber, also wir werden nicht ganz so fertig kriegen. Ich werde jetzt, ich habe mich extra zwiebelmäßig angezogen, ein paar mehr Pulloverjacken und all so ein Scheiß. Ich werde jetzt den Autowagen gleich holen und dann fahren wir die Proben hin. Die müssen unbedingt heute hin, das ist der letzte Tag, das geht nicht anders, das muss ich machen. Und dann, wir haben gestern ein paar Pakete geschafft, nicht viel, aber besser als nichts. Dann werde ich noch ein paar Pakete wieder machen und dann müssen wir uns erstmal wieder hinlegen. Also das ist echt richtig krass. Also das habe ich im letzten Video ja schon gesagt. Ich habe im letzten Video auch gesagt, ich bin heute bestimmt wieder fit. Bin ich auch fest von ausgegangen. Ist aber nicht so. Also bis gleich. Sag mal, habt ihr was vom Nikolaus bekommen? Und wenn ja, oh, ist das kalt, dann erzählt mir doch mal was. Und ich habe richtig passig. Ich habe richtig passig einen Jammerlappen bekommen. Eine Handpuppe, einen Jammerlappen. Ich zeig's euch, wenn ich dran denke am Ende des Videos oder so. Mal gucken, wenn ich im Büro bin. Ich habe mir das extra auf meinen Packtisch gelegt, damit ich es nicht vergesse. Ah, Gott, ey, mir tut alles weh. Echt, das ist so krass. Wir haben eben noch mal Fieber gemessen. Fieber ist im Moment nicht. Aber komplett Frostbeule und Gliederschmerzen ohne Ende. Das ist so krass, echt. Gott, ey, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich das mal so gehabt habe. Das nervt. Und im letzten Video haben wir schon so viele gute Besserungen gewünscht an die Kids und so. Ganz lieben Dank, Grüße zurück und vor allem auch gute Besserung an alle von euch, denen es auch gerade so geht. Das ist nicht schön, kann ich bestätigen. So, was noch passiert, Kuxi ist rausgeflogen. Kuxi ist bei LMDSV rausgeflogen. LMSDV, Last Man Standing Daily Vlog, ist er rausgeflogen. Er hatte noch in unsere Gruppe geschrieben. Ich war heute Nacht ich war mehrfach wach, aber um eins einmal und konnte nicht wieder einschlafen. Habe ich aufs Handy geguckt, er hatte kurz nach 12, halb eins oder so, hatte Kuxi geschrieben, dass er leider raus ist, weil der Upload war ein paar Minuten nach Mitternacht. Er ist fertig. Und dann hat er den gar nicht erst auf online gestellt, damit es keine Verwirrung gibt, was ja auch fair ist. Also das ist echt fair. Sehr schade,
sehr schade. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, ich glaube, da hat keiner von uns mit gerechnet, dass das doch vergleichsweise schnell geht. Jetzt sind wir nur noch 6, ne? Ja, gut. Ist wie es ist. Können wir nicht ändern. So, und dann habe ich für euch gerade noch mal eben schnell da den RAM-Mount montiert und dann probieren wir das jetzt mal aus, ne? So. Könnt ihr irgendwas sehen? Wollt ihr ein bisschen tiefer oder? Ach, keine Ahnung. Ich habe übrigens, ich brauche kein Navi, aber die Karte ist an, wenn ich das Radio ausmache. Und das Radio habe ich aus, weil ihr damit im Auto sitzt. Oh. So, jetzt joggeln wir die Kartoffeln hin. Ich will mal sehen, also das werde ich auf jeden Fall irgendwie kontaktlos machen. Ich werde da Bescheid sagen, wenn ich da, wenn niemand zur Tür kommt, dann rufe ich da an. Scheißegal. Aber ich möchte auf keinen Fall da noch irgendwie jemanden anstecken. Nur die Kartoffeln, die müssen da jetzt hin. Das hilft alles nichts. Oh Gott. Hier ist eine Windpark-Baustelle übrigens. Und nein, damit habe ich nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, wie viele. 1, 2, 3, 4 oder 5 Mühlen kommen hier dazu in den Windpark. Da hinten im Nebel steht noch ein Kran, aber den wird man auf der Kamera eh nicht sehen können. Achso, ganz kurz noch, und dann schalte ich erstmal wieder aus. Ganz kurz noch, da ist Warnblinker, was ist hier los? Was ist hier los? Wo ist mein Warnblinker? Kann ich da noch helfen? Nee, kann ich nicht, da ist Polizei bei. Polizei ist schon da. Okay, was ich sagen wollte, ich war gestern noch davon ausgegangen, dass wir, dass die Kinder Mittwoch oder spätestens Donnerstag wieder in Kindergarten und Schule können. Keine Chance. Also die gehen immer wieder, auch tagsüber, immer wieder noch auf 40 Fieber hoch. Die bleiben mindestens bis Montag zu Hause. Und dann sehen wir weiter. Also das hat überhaupt keinen Wert. Und was wollte ich noch sagen? Hatte jemand kommentiert und sagte, ja, seine Kinder und Frau, die waren auch so krank, auch so hohes Fieber. Und er ist auch selbstständig. Und der schrieb dann, mit ruhigem Gewissen schafft man dann halt gar nichts. Und genau so ist das. Also genau so ist das. Ne? Und deshalb kann ich das gar nicht oft genug sagen. Seid uns bitte nicht böse wegen der Pakete. Wir schaffen das nicht alles diese Woche. Das wird diese Woche definitiv nicht alles zu schaffen sein. wie ich vorhin schon sagte, ich werde nachher noch ein paar machen. Ich weiß nicht, ob wir eine Nachtschicht dann kriegen. Also wenn das heute Abend ist, so wie gestern Abend, dann werden wir auch heute Abend keine Nachtschicht dann kriegen. Das geht nicht. Das wird nichts. So, jetzt erstmal weiterfahren, aufwärmen, aushusten. Bis gleich. Die Wietzendorf-Tour hatte ich im letzten Video gesagt, dass ich dann wohl Dienstag hoffentlich wieder fahren kann. Ich habe das mit Mirko abgesprochen. Er kommt heute Nachmittag ein bisschen früher, lädt die Tour dann auf und fährt die dann auch nach Wietzendorf. Hat keinen Zweck. Also ich wäre super gerne mit euch hingefahren. Anderes Mal. Geht nicht. Jo, haben wir so gemacht. Ich habe da jetzt eben angerufen und nachgefragt, wo ich die hinstellen soll. Haben sie mir gesagt, da muss ich da niemandem begegnen und niemanden anstecken. Was sinnig ist, denke ich. Dann habe ich auch gleich noch gefragt, wann der
ungefähr der LKW morgen kommt wegen der letzten Pommeskartoffelnfontäne. Das wird zwischen 11 und 12 der Fall sein. Ich werde mit Mirko nachher nochmal eben kommunizieren und gucken, ob er eventuell Mittwoch auch Zeit hat zu der Zeit. Notfalls, falls mir das morgen immer noch so beschissen geht wie heute, dass er den dann auch noch hinbläht. Das sehen wir denn. Das sehen wir denn. Da vor das Tor da geradeaus, da sollen die irgendwo hin. Oder da an der Seite. Ich stelle sie da an der Seite. Es ist so schweinekalt. Boah. Ich bin durch. Ich habe die Heizung auf 25 Grad, um die Sitzheizung an. Mir ist so kalt. Das gibt's überhaupt nicht. Boah, ist das kalt. Scheiße. So. Da sind wir wieder. Ich bin Rückpass Jammerlamm. Entschuldigung. Ja. Also, Rückpass liegt schon wieder auf dem Sofa. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und dann lasst gerne einen Daumen da. Bis morgen. Wir singen.